Herzlich willkommen. In diesem Screencast soll die Funktion Kommentar die Basis für den kommenden Inhalt sein. Die Funktion Kommentar zu finden im Menü Einfügen erweist sich als nützliches Utensil, wenn Anmerkungen, Notizen, Randbemerkungen und dergleichen im Textdokument erwünscht sind. Um einen Kommentar an der Cursorposition im Text einzufügen, klickt man auf den Eintrag Kommentar im Menü Einfügen oder nutzt die Tastenkombination STRG Alt N. Rechts neben dem Blatt erscheint eine farbliche Box, wo die Kommentareingabe sofort umsetzbar ist. Fetter, kursiver, unterstrichener, durchgestrichener Text ist möglich. Die Rechtschreibprüfung kann ebenso innerhalb des Kommentars durchgeführt werden. Kommentare von unterschiedlichen Benutzern werden durch verschiedene Hintergrundfarben gekennzeichnet. Unter dem Kommentar werden Uhrzeit, Datum und Verfasser automatisch hinzugefügt. Der Kommentatorname wird den Benutzerdaten entnommen. Hinter der Schaltfläche, rechts unten mit dem kleinen Pfeil nach unten drauf, verbirgt sich ein Menü mit den Funktionen Kommentar löschen, alle Kommentare vom Benutzer löschen, alle Kommentare löschen. Im Kontextmenü des Kommentars findet man dieselben Punkte. Im Navigator sind alle Kommentare logischerweise unter Kommentare aufgelistet. Ein schnelles Springen von Kommentar zu Kommentar ist somit machbar. Per Ansicht Kommentare ist das Aus- und Einblenden aller Kommentare am Rand realisierbar. Kommentare werden standardmäßig beim Drucken nicht berücksichtigt. Wer Kommentare auf dem Papier haben möchte, findet unter Extras, Optionen, Writer, Drucken, Kommentare weiterhelfende Einstellungsmöglichkeiten. Beim Exportieren als PDF werden Kommentare nicht übernommen, es sei denn, man setzt im Bereich Allgemein ein Häkchen bei Kommentare exportieren. Ciao und viel Glück!